Liken, ja Leute, liked, wenn ihr mögt, was ihr seht. Pusht den Algo ein bisschen. Was wären gute Möglichkeiten, Anstiegsbereiche für Filecoin und Moonbeam? Danke für deine Einschätzung. Support geht raus. Ihr seid die Besten. Filecoin bin ich schon ein bisschen reingegangen, mein Lieber. Also es sieht hier auch stark nach einer Stauchung wieder aus, ne? Ich bin, glaube ich, irgendwo hier, wo wir diesen Tiefpunkt hier gesetzt haben, wo wir den hier angetestet haben, hier unten. Da bin ich kurz reingegangen. Zwar jetzt nicht mit einem großen Teil des Budgets für Filecoin, aber ist schon mal was drin. Und jetzt schaut mal, was wir hier antesten. Schaut euch das mal an. Wir sind genau hier unten und haben einen wunderschönen Descending Triangle, den wir hier bilden. Und sind genau hier im Moment der Stauchung. Also, was kommt jetzt? Das oder das? Wenn man sich den Markt anguckt, ist eigentlich mehr zu erwarten, dass das hier passiert. Sollten wir weiter runtergehen, welche Bereiche hätten wir da? Schaut euch mal, diesen Zick, also der Zickzackmann hat hier mal so richtig zugeschlagen, ne? Aber was wäre so der nächste Bereich? Ich denke mal hier, das wäre so der nächste Bereich. Upsala. Ich sollte eigentlich eine Horizontal Rate ziehen. Ich denke mal, das hier so wäre der Bereich bei 3 Dollar ungefähr so die Gegend. Das wäre so eine richtige Honey Zone, wenn man da reingeht. Aber alles unterhalb von dem, was man hier macht, könnte man schon mit Dollar Cost Average eigentlich anfangen. Also wenn der hier nochmal stärker fallen sollte, eigentlich kann man jetzt schon leicht reingehen. Einen ganz kleinen Teil. Dann sollten wir hier weiter einbrechen in Richtung 3 Dollar. Immer wieder sich Preisziele setzen, wo man leicht Dollar Cost Average betreibt. Ich denke mal, das hier werden sehr, sehr gute Bereiche sein, um einzukaufen. Sollten wir natürlich noch stärker einbrechen. Hey, Halleluja. Haben wir Glück gehabt? Haben wir bessere Preise, um einzukaufen? Registriere dich jetzt bei Bitvavo und profitiere von den Vorteilen.